Hallo ihr Lieben, willkommen bei mir im Atelier. Ich habe heute diese Gutscheinkarte für euch. Mit verschiedenen Techniken habe ich die gebastelt. Und wenn ihr wissen wollt, wie die verschiedenen Techniken gehen, dann bleibt jetzt einfach dran. Für das heutige Projekt brauchen wir einmal Stempelfarben unserer Wahl. Ich habe jetzt diese drei Farben genommen. Dann habe ich einmal Sprühfarbe in der gleichen Farbe genommen, jeweils von den beiden. Und von den Grenadine habe ich etwas von der Sprühfarbe genommen und habe diese mit Wasser gemischt und dann habe ich eine ganz dünne Sprühfarbe. Dann brauchen wir natürlich wieder diese Verblender, diesen Glitzerkarton in 10 x 10 cm, dreimal Perlweiß, einmal Chamois oder Hellbraun in 9 x 9 cm. Außerdem brauchen wir einmal diesen Locher für diesen Anhänger, dann einen Drillstanzer, einen Ahornblattstanzer, einen Eckenabrunder mit Kerbe und eine Schere, Frogi-Bastelkleber, 3D-Pads in 1 mm, Schaumklebeband, ein kleines Stück Kordel. Da könnt ihr irgendwie einen Rest nehmen, den ihr habt, oder ihr nehmt ein anderes Band, was passend ist. Dann brauchen wir diese Schablone. Wir benutzen dieses Motiv. Außerdem brauchen wir eine Schere oder ein Schneidebrett, die Stempelhilfe, Doppelkarte in Grün. Dann brauchen wir Stempel. Für dich, Stempelgutschein und diesen Blätterstempel. Außerdem brauchen wir einmal einen Wassertankpinsel mit Wasser, dann diesen Prägefolder, alte Schrift Nummer 3. Eine Präge- und Stanzmaschine, ein Heißluftgebläse. Außerdem brauchen wir noch einen doppelseitigen Kleberoller oder ein anderes doppelseitiges Klebeband, sowie diese Schablone mit diesem Bordürenrand. Außerdem brauchen wir einen alten Karton für die Sprühfarbe und ich habe auch noch die Sprühfarbe S auch noch mit Wasser gemischt. Das heißt, wir haben jetzt zwei mit Wasser vermischte Sprühfarben. Außerdem eine wasserfeste Unterlage. Ich habe jetzt diese Mobilifolie genommen und dann können wir schon loslegen. Als erstes werden wir die Doppelkarte in Grün, den orangefarbenen Cardstock, zwei von den perlweißen Fotokarton und einmal von den Chamois Fotokarton. Die werden wir alle abrunden, die Ecken. Alle vier. So, jetzt habe ich alle Ecken abgerundet, wie ihr sehen könnt. Jetzt nehme ich das orangefarbene Quadrat. Nimm meine Stempelhilfe. Jetzt fixiere ich einmal auf der Stempelhilfe meinen Cardstock.
und dieses Sonnenmotiv. Normalerweise sind immer nur zwei Magnete in einer Stempelhilfe. Wir benötigen aber vier. Entweder nehmt ihr aus einer weiteren Stempelhilfe die Magnete oder ihr habt noch irgendwelche Ersatzmagnete. Da könnt ihr auch Magnete nehmen, die ihr so sonst zum Basteln nehmt. Ich habe jetzt zufällig zwei weitere von denen. Jetzt nehme ich meine Stempelfarbe, fange mit diesem Braunton als erstes an. So, in der Mitte koloriere ich es der dunklen Farbe. Dann nehme ich meine Zweitfarbe. Und verblende die ineinander. Und so sieht das Kärtchen jetzt aus. Als nächstes nehme ich meinen Ahornstanzer und loche mir ein Ahornblatt aus. Jetzt nehme ich meinen Sprühkarton, jetzt nehme ich das Ahornblatt und dieses vorgefertigte Kärtchen. Nehme meine Sprühfarben. Und sprühe dieses ein. So, jetzt schaue ich, ob das fertig trocken ist und ob mir das reicht mit der Sprühfarbe. Also bei dem Motiv reicht es mir. Das lege ich jetzt zur Seite. Das Ahornblatt ist mir noch ein bisschen zu rot. Da nehme ich jetzt noch mal ein bisschen von der Sprühfarbe und sprühe da noch mal was nach. Jetzt nehme ich noch was von der originalen Sprühfarbe, die unverdünnte. Und mache da auch noch mal ein bisschen drauf. Und dann noch mal ein bisschen mit der verdünnte. Und wieder antrocknen. So sieht das Blättchen jetzt aus. Als nächstes nehme ich meinen Etikettenstanzer und loche mir ein Etikett aus. Als nächstes nehme ich meine braune Stempelfarbe und brush von dem Etikett beidseitig die Ränder an. Bei dem Kärtchen bei 9x9 cm bei einem mache ich genau das gleiche. So, die sind fertig. Hier habe ich beidseitig, hier habe ich einseitig. Das lege ich zur Seite, das brauche ich später erst wieder. Hier nehme ich jetzt noch meinen Drillstanzer, damit ich mir nichts kaputt mache. Nehme ich mir jetzt eine feste Schneideunterlage und loche einmal ein Loch rein. Jetzt nehme ich ein Stück Juteband. Fädel das einmal durch.
und mach einen Knoten rein. Wenn mir das hier noch zu lang ist, kann ich es ein bisschen kürzen. Auch das kann ich jetzt zur Seite legen. Als nächstes nehme ich meinen chamoisfarbenen Karton, nehme meine Stempelfarbe in Grün und färbe meinen Prägefolder Alte Schriften durch Tupfen ein. Und jetzt präge ich das zusammen durch meine Präge- und Stanzmaschine. So schaut das jetzt aus. Jetzt nehme ich ein Babyfeuchttuch und reinige meine Schablone. Als nächstes nehme ich meinen Papierschneider und halbiere den Karton von 9 auf 4,5 cm. Jetzt schneide ich von dem einen nochmal etwas ab, dass ich dann auf 3,5 cm komme. Also 1 cm schneide ich ab. Den ganz schmalen Streifen kürze ich jetzt auf 7 cm. Jetzt fange ich hier mit den Ecken abrunden an. Und zwar einmal die unteren Kanten bei dem kleinen, die oberen nicht. Hier runde ich jetzt die noch spitzen Ecken ab. Die unteren sind ja jeweils schon. Jetzt Stempelfarbe in Braun wieder, also C, und brush einmal damit die Ränder an. Das mache ich bei allen drei Teilen. So, die sind jetzt fertig angebrusht. Jetzt nehme ich das größere Kärtchen. Markiere mir mit einem Stift die Hälfte, also bei 4,5. Das mache ich auf der Rückseite. Und loch mir eine Kerbe rein in das Kärtchen. Wenn man will, kann man hier jetzt auch noch mal ein bisschen nachbraschen. Jetzt nehme ich meine andere Stempelfarbe, meinen perlweißen Karton, den ich noch über habe, und verblende einmal meine Farbe. Als nächstes nehme ich jetzt die andere Stempelfarbe wieder und verblende auch hier den Rand.
Als nächstes nehme ich meine Stempelhilfe und ein Schmierblatt, was ich drunter lege. Sowie diese Ornamentenschablone. Und ein Babyfeuchttuch. Jetzt wische ich mit dem Babyfeuchttuch einmal über die gestempelte Farbe. Lass das kurz antrocknen. Föhn das trocken. Das mache ich jetzt noch ein zweites Mal. Das Papier teilen wir jetzt wieder auf 4,5. Jetzt nehme ich meine Stempelhilfe und den Stempelgutschein. Positioniere ich mir, wie ich den haben möchte. Und stempel diesen mit meiner braunen Stempelfarbe auf. Das mache ich mehrmals, bis die Stärke erreicht ist, die mir gefällt. So, das reicht mir. Als nächstes nehme ich das andere Kärtchen und stempel da für dich auf. Auch wieder mit der gleichen Stempelfarbe. Für dich habe ich jetzt fertig gestempelt. Als nächstes nehme ich mir aus diesem Blätterstempelset diese beiden Blätter. Leg mir ein Schmierpapier drunter.
und schaue einmal, wo ich die Stempel hinhaben möchte. Hier oben mache ich dieses Blatt hin und das andere mache ich mal dahin. Jetzt nehme ich die Stempel auf, stempel die Kontur einmal. Die Blätter lasse ich an Ort und Stelle, wo ich gestempelt habe, genau wie das. Weil die Konturen sind jetzt erstmal nur Hilfslinien. Jetzt nehme ich nämlich meinen Tankpinsel und ein bisschen Farbe. Und zwar nehme ich einmal grün. Ein bisschen von dem Braun. Und wenn ihr wollt, noch ein bisschen von diesem Rot. Jetzt koloriere ich die Blätter etwas. Zwischendurch trockne ich einmal die Lagen einmal an. Jetzt nehme ich die Stempelfarbe und stempel die Kontur wieder nach. So, wenn mir das jetzt gefällt, kann ich das wieder web ablösen und so lassen. Das gleiche mache ich jetzt mit meinem Gutscheinschildchen. Erst die Kontur vorstempeln und dann auch kolorieren.
Hier mache ich jetzt noch ein drittes Blatt drauf. Mit der gleichen Technik. Erst Kontur und dann kolorieren. Als nächstes nehme ich meinen Eckenabrunder und runde mir noch diese beiden Ecken ab. Das gleiche bei dem anderen Kärtchen. Jetzt nehme ich mir diesen Kerbenstanzer. Schau ungefähr, dass ich die Hälfte treffe. Wenn ihr euch unsicher seid, macht es wie beim ersten Mal vorhin. Markiert euch die Hälfte. Ich habe das jetzt nach Gefühl gemacht. Als nächstes nehme ich alle meine vorbereiteten Teilchen und klebe diese auf meine Doppelkarte. Hier nehme ich doppelseitiges Klebeband bei dem Sonnenmotiv. Hier nehme ich den Flüssigkleber. Dann nehme ich rundherum den Kleber, klebe das so auf, dass man hinterher hier noch was reinstecken kann. Das klebe ich auch mit dem Flüssigkleber auf. Für das obere Schild nehme ich 3D-Schaumklebeband. Jetzt klappen wir das einmal auf und hier mache ich wieder mit den EZ-Runner, also doppelseitigen Klebeband, dieses Etikett. Das soll dafür da sein, wenn man was Persönliches schreiben möchte und keinen weißen Stift nehmen möchte oder so. So hat man da eine helle Fläche zum Schreiben. Oben kommt das für dich. Und hier machen wir das ganz genauso wie vorne. Wir wollen ja wieder was reinstecken können. Dann kleben wir wieder mit Flüssigkleber nur am Rand. So, jetzt sieht die Karte so von vorne aus. Hier könnt ihr dann irgendeinen Gutschein reinstecken. Gutscheinkarte. Und hier innen drin kann man hier was schreiben. Und hier kann dieses Tag rein. Ja, das war mein heutiges Projekt für euch. Ein bisschen aufwendiger. Aber es ging mir ja auch in erster Linie um die Techniken, was man mit dieser Stempelfarbe alles machen kann. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage Tschüssi, bis zum nächsten Mal, eure Tanja.
klebe ich mit 3D-Pads fest.